Mahlzeit Mädels, willkommen aus Beach Shop. So, heute ist Max-Day Spezial Gurkenabend, wisst ihr Bescheid. Ich habe schon ein bisschen was gemacht, ich habe ein bisschen aufgeräumt, ich habe ein paar Sachen von euren Fanpaketen einsortiert. Hatte ich heute ein bisschen Zeit für. Klar, hinten ist immer noch Chaos, aber ist schon besser geworden, ne? Also ich habe schon viel voneinander, also erstmal danke an euch. Ich habe wieder Zeug gekriegt, da kann ich wirklich gut mit arbeiten, ne? Auch so hier Verbrauchsgüter und sowas, für Bremsenreiniger, immer dabei bei euch. Deswegen, ich habe schon Ewigkeiten keinen Bremsenreiniger mehr kaufen können. Und das kaufen müssen, so rum. Und das ist allein schon ein sehr großer Hammer, weil ich verbrauche das Zeug so viel wie Wasser. Ohne Scheiß. Hardcore. Ich glaube, ich habe gerade einen Fleck auf der Kamera. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber ich mache ihn gleich weg in der nächsten Szene, keine Sorge. Heute geht das nicht um den, aber das soll heute Abend auch noch gehen, nicht in diesem Video, sondern heute geht es um den Regen draußen, nein. Heute geht es um den hier. Ihr kennt ja alle mein 86C. Ich habe hier so ein paar kleine WWchen dran, die wirklich klein sind, also nichts Großes, für Saison 2020. Was hat er? Er hat erstens Probleme mit seinem Wasser. Ich habe das Thermostat getauscht und dieser olle Plastikstutzen, der hier ist, den seht ihr hier, ne? Der ist leider, dass die Schraube leider durchgenüdelt, die kannst du wegschmeißen. Ich habe mal einen neuen Plastikstutzen da. Weil ich mir gerade überlege, ob ich ihn gar nicht tausche, weil, ja, wie soll ich sagen? Ich habe den hier besorgt von ATP, 6 Euro irgendwas. Ne, aber ich würde ihn lieber auf Lager packen, damit ich einen über habe. Obwohl, der hat schon, ja, guck mal. Bei dem ist das sogar so gemacht, das ist hier der Ausgang und dann muss man mit einer Mutter gegen kontern, siehst du das? Und da überlege ich natürlich, warum mache ich das bei meiner Scheiße nicht auch so? Wie meint ihr das? Ja, einfach eine Mutter einsetzen, hinten dran, fertig ist, hält die Scheiße doch dicht. Dann haben wir das Problem nicht. Mit dem Lecken mehr, das ist das Thema auch erledigt. Ja, was ist da noch dran zu tun? Der Keilriemen quietscht manchmal. Oder relativ oft sogar. Liegt daran, wenn die Riemenscheiben verschlissen sind, haben die Dinger mal öfters. Ich habe schon ein paar Polos gehabt. Ja, zwei Polos. Also zwei vor dem, wo die beim Quietschen waren und noch einen A-Corsa, wo es halt nicht an den Dingsen dran lag, sondern halt am Motor selber oder an der Riemenscheibe. Da gibt es zwei Varianten. Entweder neue Riemenscheibe, habe ich gerade nicht da, ist logisch. Dann gibt es noch dieses komische Haftspray für Keilriemen, habe ich auch da, aber das ist voll der Dreck. Wissen wir, der funktioniert nicht gut. Da kann man noch eine Sache probieren, das hat man damals gemacht mit Kerzenwachs. Ne, Kerzenwachs und Keilriemen und dann hält der ganze Mist ein bisschen besser. Ich weiß nur nicht, ob ich irgendwo eine Kerze rumfliegen habe. Da muss ich noch schauen. Wenn ich keinen Wachs da habe, dann habe ich keinen Wachs da. Aber ich habe, glaube ich, von Karl Mike Sanders da. Mike Sanders müsste doch eigentlich auch gehen, oder? Ich habe hier so eine Dose von Karl hier irgendwo stehen. Oh, die Spritze runtergefallen. Da müsste eine Dose irgendwo stehen und da ist hier der Dachhimmelstoff vom Linksen. Da. Da ist Mike Sanders drin. Ist Hohlraumfett. Mal gucken, da gibt es auch ein bisschen Grip. Ist ja so ähnlich wie Wachs, ne? Ja, früher habe ich immer gehört, man soll am laufenden Motor eine Kerze ranhalten und dann den Keilriemen daran schleifen lassen und dann darf er da nicht mehr quietschen. Der Keilriemen an dem Auto ist nagelneu, an dem liegt es nicht. Also muss man einen anderen Grund finden. Ich werde mir jetzt mal eine ordentliche Lampe hier hinlegen, damit ihr auch was sehen könnt, weil der hintere Teil der Halle ist ja mal relativ dunkel. Ne? Wie gesagt, wird bald noch schlimmer, wenn das der hintere Teil da frei ist. Übrigens meinte der Gärtner nebenan, ich kann den Hallenabteil jetzt nutzen, oder was weiß ich, oder Harald hat mir erzählt, dass er ihn gefragt hat, aber nur die Betonfläche, wo die Bühne drauf sollen, das sehe ich nicht ein, die Wand deswegen abzubauen, weil solange die Wand da abgebaut ist, können auch die Angestellten von Gärtner meiner Halle, ich habe nichts gegen die, aber ich kenne die nicht, und Leute, die ich nicht kenne, will ich nicht hier in der Halle haben, deswegen lasse ich den ganzen Scheiß auch zu und schiebe, denke ich mal, den ganzen Bühnenkram, nachdem ich mit den Gärtner selber geschnackt habe, aufs nächste Wochenende, dass wir die Bühne dann aufstellen, weil ich habe ein Fundament, ja, nur da hinten. Stell die ganz hinten rechts ran und mach mir ein paar mobile Werkbänke, ne? Mobile Werkbänke, pass auf, ganz einfach. Auch noch mal gezeigt, damit ihr ein bisschen Erklärbär habt hier. Die bleibt stehen, die ist ja mobil, der ist mobil, der ist mobil. Und dann kommt noch eine mobile Werkbank, die steht da hinten draußen. Das ist alle Klappertisch, da hinten kommt ein neuer Platter oben drauf. Und dann habe ich ein paar mobile Werkbänke. Ich werde dafür da hinten, dass wir da Lampen haben. Hängen wir ordentliche Lichter auf. Hier kann Jan mir dabei ja helfen, wenn wir Lampen noch besorgen. Ja, und dann können wir ordentlich hier da arbeiten da hinten, ne? Dann haben wir eine Bühne dahin und dann würde ich noch eine Säulenbühne gerne haben, die ich hier hinstellen kann. Ne? Ich würde mal Twinbush mal anfragen, vielleicht habe ich ja Glück, ein bisschen Influencen mit denen und so. Glaube ich aber nicht. Weil ich bin nicht gerade der Typ, für den so eine Firma als Werbepartner braucht. Glaube ich echt nicht. Aber ich probiere es mal. Ja. Stuhl schiebe ich da jetzt hin. Das ist eine Arbeit, die ich im Sitzen mache, weil ich fett bin. Und wünsche mir Glück, dass ich da irgendwie eine Schraube durchgewürgt kriege, dass ich den ganzen Scheiß so dicht kriege. So wie ich das sehe, wäre hier vorne in der Mutter ein Problem, aber unten weg eher weniger.
Ist da noch Wasser drauf? Der hat erstmal so extrem geleckt. Warte. Ja, leer ist er nicht. Das heißt, ich will schon eine Pfütze machen. Aber egal. Scheißen wir jetzt drauf. Vorschusstechnisch eh nicht mehr so viel drauf. Was soll's? Können wir den ja mal neu machen, die Nummer. Der ist halt allgemein. Der hat ein sehr rostiges Spülwasser. Da haben mich Leute mal letztes Mal auf angesprochen. Das hängt nicht mit mir zusammen oder was ich, weil dieses Auto hat mit ganz wenig Frostschuss auf dem System über 10 Jahre in einer Garage gestanden. Das ist ein sogenannter Garagenfund, dieses Auto hier. Und das ist das Problem. Deswegen hat er auch dieses Kühlwasserproblem. Ich habe das schon dreimal gewechselt insgesamt in der Karriere. Ich werde es auch weiterhin wechseln, immer jedes Jahr einmal. Mal gucken, ob ich den Rost da rauskriege. Aber wird, glaube ich, schwer. Aber bisher, Motor ist gut. Wir haben auch kein Kondenswasser dran, also haben wir auch keinen Kopfhörenschaden oder irgendwas. Weil Problem ist immer, viele sagen immer, wird die Kopfhörer angefressen. Ne? Kann passieren bei sowas. So, ich baue mal diesen Stutzen da eben ab. Ich komme mit dem Werkzeug her jetzt. Dann eine Verlängerung. Und dann irgendwie die Mutter hinten drauf drücken. Und dann gucken wir mal, ob das irgendwie so hinkriegen, dass es auch so dicht ist. Weil ich war selber blöd letztes Mal. Ich hätte das doch viel einfacher lösen können, ohne neues Werkzeug zu kaufen. Mann, bin ich mittlerweile verwöhnt. Ändert sich wieder, weil das ist doch viel cooler so. Bis gleich. So, Freunde, hier ist das Problem. Das ist das neue Thermostat da hinten. Und hier ist ja diese eine Scheiße kaputt, ne? Und das ziehen wir jetzt aus, das drücken wir gleich da irgendwie raus und dann drücken wir einfach eine Schraube rein mit Mutter gegen. Und dann muss halt eigentlich halten wie am ersten Tag. Besser halten kannst du dann gar nicht mehr. Bei dem bisschen Licht, müssen wir sehen können auch. Seht ihr das? Müsste nicht funktionieren. Wassertechnisch ist nichts mehr drauf. Das ist ganz gut, sonst hätte ich jetzt mich voll die nassen Pfoten gekriegt. Und das Wasser hier sieht relativ sauber und rostfrei aus. Mal gucken, wie ich hier diesmal ein bisschen freier, die ganze Scheiße. Das ist eine geile Karre, ich würde ungern auf hier Saison 2020 drauf verzichten, ne? Auch wenn das jetzt kein Showcar ist oder irgendwas, aber von der Fahrleistung her ist der echt cool, ne? Obwohl mittlerweile kann ich wirklich sagen, der Wartburg ist genauso schnell. Mit dem Viergang drin. Fünfgang nimmt ja einiges an Leistung. Also Polo, wenn ihr schnell einen Polo fahren wollt, am besten Viergang. Viergang rennt am besten, ist echt so. Hab ich immer wieder gesagt, ne? Wird Kai jetzt auch bald merken, wenn er seinen umbaut auf Fünfgang. So, gut, rauf mit dem Scheiß. Ja, das Original ist das so, dass dieses Gewinde da eigentlich drin sitzt im Plastik. Aber das war leider so platt und so tot, dass das nicht möglich war, ne? Haben übrigens die 86 sehr öfter, hab ich mir sagen lassen von euch in den Kommentaren beim letzten Mal. Letzte Video mit dem Auto ist ja schon ein bisschen was her, ne? Aber gut zu wissen, wusste ich selber nicht, ne? Ja, jetzt brauchen wir eine ordentliche Mutter und viel eine Unterlegscheibe und mal eben linken Park ein bisschen leiser machen. Weiß nicht, wissen nicht viele, aber ich war, Im Jahre 2010, das ist auch schon 10 Jahre her, war ich sehr großer Linkin Park, Linkin Park Fan, wegen eurem Video, ne, GEMA und so. Ja, habe ich erst vor kurzem hier wieder angefangen zu hören. So, hier, die ist doch perfekt. Die da rein und dann schön eine Scheibe davor, damit das auch ein bisschen hält. Ah, wo habe ich die Scheiben hingepackt? Ich habe so vier Getüde. Ich habe ja alles Mögliche, ne, aber wo habe ich jetzt gerade explizit Scheiben? Ich habe nicht darüber geschrieben, was was ist. Wenn ich das alles sortieren müsste, muss ich allein dafür eine Woche Urlaub machen. Guck mal, das sind Schriftzüge an. Das müssen wir auch bei was einfallen lassen, dass wir das ein bisschen ordentlicher machen. Übrigens, der Schriftzug, der ist von dem LT, den Udo bei sich stehen gehabt hat, auf dem Schrottplatz. Habe ich noch abgebaut, bevor Udo ihn rübergebracht hat. So eine wäre geil, ne? Wie diese hier, mit dem breiten Unterbau, aber halt in der Größe, die ich gerade habe. Ah, scheiße. Naja, ich finde schon was. Ich werde euch gleich hier auf dem Laufenden halten, wenn ich was gefunden habe. Dringend bei Action mal diese komischen Scheibensets kaufen. Die haben ja so alle möglichen Sets und mit allen möglichen Schrauben und Scheiben und da kostet ja alles nichts, ne? Verstehe gar nicht, warum ich das noch nicht getan habe. Hat Rufen auch getan. Rufen hat da eine große Sammlung von. Da war er cleverer als ich. Ah, 100.000 Schrauben in der richtigen Größe, aber keine einzige Scheibe. Oh, die sind zu groß. Mist. Ich hab schon gefreut. Was die Scheibe kann nicht machen, kann der Federring erlachen. Keine Ahnung. Federring läuft. Der ist sogar zur DDR. Und DDR-Federring im Polo, ne? Was willst du mehr? Da sind die Ossis alle frohlockt. Ich bin glücklich. Und hoffentlich leckt das Scheißding nachher nicht mehr. So, und habe ich eine Gurkenlösung gefunden. Jetzt ziehe ich es oben wieder an. Ich will mal hoffen, das funktioniert auch gleich. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das oben genauso stabil ist wie unten. Aber die Idee, ne, die Grundidee dahinter, ne, die ist super. Und ich meine, die habe ich durch eure Kommentare. Weißt du, ihr habt viel einfacher gedacht als ich. Ich habe viel zu schwer gedacht, ne. Warum soll ich so kompliziert denken?
Ihr habt ja vollkommen recht, das ist ja einfach nur Gurken und Süßlampe, Gurken und fertig. So, der ist schon mal dran. Und nochmal anziehen, das wird gar nicht mal so einfach, weil ich da mal hinterfummeln muss. Und der hat ja so viele Kabel hier, ne? Für die beiden Sensoren und für diese ganzen Zusatzlampen und Zusatzanzeigen, die der alles hat. Ist alles hier auf diesen einen Platz, auf einen Haufen. Deswegen eher, ich sag mal, sehr fummelig. Guck mal, meine ganzen Hände sind schon rot hinten, weil ich immer gegen diese Schellen kommen muss. Weil ich hasse diese Sprengschellen. Es gibt nichts Schlimmeres als die Dinger, finde ich. So, die Giraffe ist drin. War gar nicht mal so einfach. Das Problem ist, ich muss die Schraube ja auch verlängern. Ne? Die war ja viel zu kurz. Die muss ungefähr dreimal so lang sein. Ich hätte da so eine Senkkopfschraube mit Schlitz. Das heißt, ich muss mit dem Schlitz hier vorne sitzen, den wir ranfummeln und den dann gegenseitig mit diesem hier BMW-Werkzeug, was ich habe, diesen Minischlüssel, den dagegen halten. Oh, fummelig. Glaubt ihr gar nicht. Aber ist fest, ne? Hier. Und hat einiges an Arbeit gespart, weil diese Stutzen aufzubauen, diese Klemmschallen abzumachen, ist natürlich eine doofe Arbeit, ne? Sehr doofe Arbeit. So, würde ich mir eben kurz gucken, ob ich noch irgendwo vielleicht mit diesem Mike Sanders Zeug da irgendwas gurken kann, dass ich den Keilriemen noch ein bisschen machen kann. Und dann machen wir die Starthilfe dran, weil der wird wahrscheinlich leer sein, denke ich mal, so wie ich ihn kenne, weil der ist meistens leer. Übrigens, meine Starthilfebank ist übrigens auch leer gewesen, was ich gar nicht benutzt habe. Lustigerweise. Ich habe jetzt vor einer Woche habe ich den gestartet, wo ich ja umgestellt habe. Und ja, da war er halt, ne? Da war er leer. Auch der Starthilfe Klaus. Übrigens. Hier ist ein paar Sappen, die auch gerade dabei wieder anzukleben. Habe ich mit hier Sikaflex dran gemacht und habe jetzt da erstmal Panzertape erstmal vorne fixiert. Dann müssen wir die auch wieder sitzen, weil das ist nervig ohne Leisten. Sieht voll assi aus. Ne? Die Karre sieht schon so ziemlich scheiße aus, wenn sie so deppert und verrostet und vergammelt ist. Aber die Zierleiste, die kann ja wohl dranbleiben. Finde ich wenigstens. Ja, Ehre den Gurkenkönig. Muss ja auch sein. So, ich habe vergessen, was ich machen wollte. Scheiße. Starthilfe und im Büro und ich wollte, ja genau, dieses Max Sanders. Mal gucken, da kann ich ja das Kerzenwachs ersetzen. Außer ich hab eine Kerze. Nicole und Christian, seid mir nicht böse. Ihr habt mir ja damals zu 26. so eine Kerze geschenkt. Ich brauche die jetzt für einen Keilriemen. Ich wollte die eh nicht anzünden. Für einen Keilriemen ist die gut. Oh, Freunde, kommt alle zu mir und feiern mit mir mal 26. nach. Übrigens bin ich mittlerweile 27. Daran sieht man, wie lange ich diese Videos schon machen mit euch. Ne, krass. Überleg mal, Nicole und Christian habe ich nur über YouTube kennengelernt, ne? Über YouTube und Max Beatshop. So. Hoffentlich verspricht ihr auch noch, was du machen soll. Unsere gute Powerbank. Ja, die gab es damals 50% Rabatt bei uns, da ich die getestet habe. Ja, das ist die mittlerweile teurer geworden. Ich habe letztes Mal bei Abby gewartet, schon mal den letzten noch gekriegt, dieses Ding. Aber da war der relativ teuer tatsächlich. Der konnte nur 30% machen. Ich habe 50% geschafft. So, er läuft. Wasser ist zu wenig drauf, wissen wir alle. Ist aber jetzt noch nicht so schlimm, weil er nicht warm ist. Wir machen mal diesen Piepklaus hier ab. Das Nervigste, was dieses Ding überhaupt kann, piepen. Piepen ist furchtbar. Auf dem Wartbuckel mit drauf. Bisschen vorsichtig, weil ich den oberen Lack wahrscheinlich erhalten werde. Wahrscheinlich bauen wir uns bald einen Vorpo-Wartburg hier. Eigentlich finde ich die ganz cool mit dem Vorpo-Wartburg, die ihr hattet. Weil Vorpo hat keiner. So, der läuft wie ein Ohr weg. Der stand jetzt auch schon wieder Ewigkeiten rum. Hat Sound. So, komme ich mit meiner Kerze da irgendwie unten ran? Ah, noch nicht. Ich will jetzt erstmal ein bisschen Wasser und Frostschutz besorgen, damit wir das Ding auf Leckstein überprüfen können. Und wer hat das mal gegurkt? Was ist das denn? Was soll das darstellen? So können sie auch Plus abholen. Ich weiß nicht. Guck mal, was da drüben läuft. Da läuft schon was. Aber ist zu wenig drauf. Hat er geleckt wie Sau letztes Mal. Freunde, ich fange mit Frostschutz an. In der Hoffnung, dass das Scheißding leer ist.
Der ist auch halb voll, nicht wundern, hier, seht ihr. Dass das Ding hier, das Ding, den Scheiß, wie soll ich sagen, dass der Ding nicht leer ist, sondern dass das Gurkending hier nicht leckt. Leckt der jetzt irgendwas? Nö. Warum ist Frostschutz wichtig? Erstmal, der Scheiß friert hier nicht ein, das heißt, der Motor friert im Winter nicht auf. Zweitens ist es wichtig, als Schmierraum für die Wasserpumpe und den ganzen anderen Kreislauf. Ne? Und Frostschutz ist auch gleich Rostschutz. Guck mal, vermischt sich die dann gleich. Seht ihr das? Lass mal so offen stehen erstmal. Ein bisschen einlaufen. Dann gucken wir mal. Oh, er geht aus. Hör immer. Übrigens, Felle fährt auf, an den Kopf von dem Motor. Wartburg hat den gleichen. Der Block ist derselbe. Also Hydroschlüssel im Wartburg. Schon mal sehr gut. Ja, irgendwann geht die Drehzahl runter von dem. Der geht immer noch aus, wenn du in Ewigkeiten im Stand laufen lässt. Das mag er nicht. Kenn mein Polo. So, wie komme ich an einen Keilriemen ran mit meiner Gurkenkerze? Ach du Scheiße, ist der verbaut. Und der ist so tief. Egal, ich probiere es trotzdem. Hallo? Also wirklich, Polo, schämst du dich nicht? Ist ausgegangen. Ist er aus? Aus wie die Maus, der Klaus. Egal, lass erstmal gucken, ob wir den Keilriemen irgendwie rankommen. Dann machen wir weiter. Warum die Kerze an ist? Weil wir gerade meinen Geburtstag nachfeiern. Alter, der ist so brettig tief, ne? Oh! Da kommst du ja gar nicht ran. Ein bisschen dringend fahren, da voll die Feuchtigkeit unter dem Auto. Seht ihr das? Voll ekelhaft. Da ist Öl, ein Tropfen. Der Tropfen geht da aus der. Da ist der hier Öltemperaturfühler drin. Alter, ich komm mal nicht ran, ne? Ey, no chance, ich komm mal nicht ran. Ist hier auf der Höhe. Lass ihn mal eben künstlich höher legen und auf Rampen stellen. Mini-Rampen für tiefer gelegte Autos. War übrigens auch damals mal ein Fanpaket. Das ist die oberste, geilste Rettung ever für dieses Auto gewesen für mich, ne? Aber das brauche ich immer. Dieses Auto ist einfach unmenschlich tief. Mit diesem Thera-Technik-Fahrwerk da drin. Krass tief. So, schön da. So. Bremse ist raus, weiß ich nicht. Hoffe ich mal, wa? Doch. Ich kann da gerade nicht fahren. Ich kann da nicht wieder. Ich muss wieder brücken. Von den 3 Minuten im Leerlauf rumrödeln ist der auf jeden Fall nicht voll geworden. Ach du Scheiße, soll ich da rankommen? Oh, oh, Alter! Oh. Oh, das ist voll dreckig hinten. Oh. 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 Ah. Junge, das war anstrengend. So. Jetzt ist er hoch genug, dass wir an den Keilriemen rankommen, hoffentlich. Bloß meine komische, schwule Lampe. Hundertreinlich aufpassen, wenn ich einen Arsch machen, die Kiste. Das wäre nicht so sexy als die Lampe. Auf dem Bliada, so. Feuer vorbei. Für ein bisschen Kerzenwachs und trocken ist, was dran machen. Oh. Alter, du kommst doch nicht mal ran. Was für eine schöne Sache. Da kommst du gar nicht ran, den Keilriemen von dem Auto. Was ist das für ein Polo? Der ist voll verbaut. Was dringt in die Waschanlage? Da hat überall Streusalzreste dran. Und das stimmt. Ich habe den das letzte Mal gefahren. Da war Salz auf der Straße. Und das ist nicht gut für den Wagen. Ach. Oh, von oben da jetzt irgendwie ran. Ich muss da irgendwie diesen schittigen Keilriemen rankommen. Hier ist Quietschen loswerden. Oh, keine Chance. Die einzige Alternative, die mir anfällt, das ist aber scheiße. Beseitigt Keilriemen rutschen und quietschen. Macht sie geschmeidig und verlängert die Lebensdauer. Das glaubst du wohl selber nicht. Fängt der so noch an? Ah. Es brat die Batterie. Eigentlich traurig, weil die Batterie aus der Gurke ist. Diese einzige Sachen, die schiebe ich so von mir her. Auf den Tag, wo ich meinen scheiß Dingsen krieg. Warte. Oh, leer.
wo ich meinen hier, wo ich meine Bühne kriege. Mann, was ein Gerödel. Jetzt muss ich doch noch einsteigen und Gas geben. Ah, so ein Frostschutz an der Pfoten. Geht. Damit er anbleibt. Das meine ich. Also Ölung ist schon mal da. 9 Bar. Aber mehr geht nicht. Mal Licht anmachen. Dabei würde er jetzt quietschen. Naja, wird wärmer, ne? Hier meine alte Handysocke, weil ich Handy gerade neu gehabt habe. Liegt hier auch noch drin rum. Jetzt auch immer dieses Keilriemen-Spray-Zeug da drauf. Piep, piep, piep. Liegt ja wirklich in dem Fall nur an verschlissenen Riemenscheiben. Woran anders nicht. Mit WD-40 eingeduscht. Dann sind sie mal durchgedreht. Komm, wieder sieht es aus wie. Ich muss mal aufpassen, dass Lichtmaschinenlager nicht treffe damit. Das wird nicht so geil kommen. Au, au. Hat er immer, wenn er kalt ist, wenn er länger gestanden hat und du den Stand laufen lässt, dann hier ist er nicht lange gerne im Leerlauf an. Sobald er warm ist und du ein bisschen täglich fährst, ist das Thema durch. Ne? Ich kenne das Auto ganz gut. Aber ich hatte den Wagen ja auch schon ziemlich lange jetzt, ne? Ich habe auch 3 oder 4 Jahre. So, was war unser Wasserproblem? War ja Quietschwesen gerade nicht. Siehst du? Ich schieße aus die Riemenscheibe. Bin ich ehrlich. Jetzt mache ich Licht aus. An. Aus. Standlicht. An. Nebelscheinwerfer, Nebelschloss. Nervig, oder? Das ist total nervig. Lüfter muss nur noch auf Leistung. Ist alles da, was Leistung braucht. Da kann mir kein Keilriemenspray der Welt helfen. Da kann mir keiner erzählen. Das glaube ich nicht. Keine Ahnung. Naja, egal. Vorläufig hier erstmal gelöst jetzt. Ich gebe noch ein bisschen Wasser. So, Lampe mal eben dran halten nochmal. Ist das jetzt dicht? Oder ist er am Sifikowskisieren? Ah, der ist trocken, der leckt nicht mehr. Seht ihr? Thema ist erledigt. Also das Wasserproblem ist gelöst. Ich weiß, dass unten am Kühler noch einmal ein Leck, von dem du schnell das halt abstellst. Aber das ist nur Schwitzmenge, das ist nicht so schlimm. Das ist immer mein Grund zum Nachgucken. So, Deckel drauf. Rest macht der hier Ausgleichsbehälter. Wie er das macht, zeige ich euch. Das seht ihr im folgenden Beispiel an diesem hier. Da. Seht ihr? Der tropft das raus. Das hier im Überlauf hier hinter. Deswegen ist das scheißegal, ob er zu voll macht. Der gleicht das selber eh wieder aus. Der fing auch Ausgleichsbehälter. Geile Technik, ne? Kennt man gar nicht. Ich gebe noch ein bisschen Keilriemenspray. Keilriem! Kleber! Das unnötigste Zeug überhaupt. Hat noch nie funktioniert, aber ist von Lücke Moli. Verstehe nicht, warum die so eine Scheiße herstellen. Oder Flachs jetzt. Verstehe ich wirklich nicht. So, dann haben wir hier noch eine Motorspülung von Lücke Moli.
sind wir wieder bei und rausfliegende Sachen und so. Sind wir wieder bei dem Thema, bei der Monatsspielung. Für welches Auto ist sie? Weil ich habe hier noch liegen, habe offen euch mal bekommen. Für den da. Und danach fährt der Traktoröl oder 20-50 oder sowas. Gut, Polo ist fertig. Jungs, mehr ist damit nicht. Keilriemen technisch, wie gesagt, ich guck mal, ob es besser wird. Wahrscheinlich denke ich nein. Da werde ich mir eine neue Riemenscheibe besorgen. Für die hier, für die Kurbelwelle. Und dann ist das gut, ne? Hier ist doch die neue Dichtung. Die habe ich nicht eingebaut, habe die alte genommen. Weil die alten Dichtungen, die originalen, sind meistens eh besser. Ist das ein Ekelscheiß? Ih. So. Die festgeschraubt? Festgeschraubt, lustiger Witz. Naja, so wunderbar, hier halt auch runter vor. Egal. Bleibt erstmal so. Cool, Leute. Ihr wisst Bescheid. Das war zum Polo. Wenigstens so eine kleine Mini-Geschichte dazu. Der ist eigentlich saisonfertig. Das Einzige, was ich noch wirklich als Dauerplan dafür noch habe, den ich auch noch erfüllen möchte, irgendwann in meiner Gurkenplanwirtschaft hier, soll ein Teppich rein. Teppich liegt schon oben auf Lager, aber ist unnötig, jetzt direkt zu machen. Ne? Sitzen müssen dafür raus. Teppich rein, Spender sein. Fertig. Ne, mehr ist das nicht. Polo ist sonst ziemlich gut am Zuschauen. Läuft ganz gut. Einziger Mangel, der mir so einfällt, ist der Hub nicht, oder? Der Hub nicht, ne? Fängt nicht über dem Lenkrad. Das heißt, für den TÜV ist ein anderes Lenkrad da rein. Ne? So, Leute, bis zum nächsten Mal. Und Fahrrad, munter!